Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unseres Affinity Designer Tutorials und ich zeige euch heute mal ein paar Sachen, die wirklich sehr schön sind im Affinity Designer. Zunächst einmal, falls das hier bei euch alles etwas anders aussieht, nochmal der Hinweis, man kann diese einzelnen Layer hier rausschieben mit gedrückter Maustaste, man kann sie umarrangieren, also dadurch sieht es bei mir vielleicht etwas anders aus als bei euch, das ist aber kein Problem. Wir kommen damit eigentlich auch ganz gut klar. Ich klicke hier den Layer an und ich habe hier ein Dokument geöffnet, einfach ein weißes Dokument und ziehe jetzt hier mal ein Viereck auf, einfach so mit der Farbe Gelb. Die können wir auch hier noch so ein bisschen ändern. Und jetzt gehe ich hin und ziehe einen Kreis als nächstes auf und damit der proportional gleiche Höhen und gleiche Breiten hat, halte ich die Umschalttaste fest und wähle eine andere Farbe aus, beispielsweise das Blau. Jetzt kopieren wir den mit Command J, geht das ja im Affinity Designer ganz gut. Das kopieren wir, legen es hier hin und jetzt drücke ich nochmal Command J und ihr seht, jetzt wird im gleichen Abstand das Ganze hier kopiert. Das habe ich schon mal in einem anderen Tutorial besprochen, dass diese Command J-Taste so fantastisch ist. Und jetzt wähle ich die Objekte mal an und zwar genau alle Kreise. Die habe ich jetzt hier, gehe mit dem Objekt hier mal so auf die Mitte. Falls das bei euch hier mit dieser grünen Linie nicht angezeigt wird und nicht magnetisch einschnappt, habt ihr wahrscheinlich den Magneten hier oben nicht an. Der muss eingeschaltet werden. So, und jetzt drücke ich wieder Command J, um das Objekt, was ich hier selektiert habe, zu kopieren. Schiebe es etwas runter und drücke wieder Command J und markiere alle diese Kreise, um sie nochmal horizontal hier in die Mitte zu legen. So, und was jetzt ein bisschen schade ist, ist natürlich, dass ich nicht diese Kreise hier abgeschnitten bekomme, genau auf diese viereckige Kante oder viereckige Fläche. Das könnte ich zwar jetzt sehr aufwendig machen, indem ich beispielsweise trickse und hier noch so ein Viereck hinlege und das beispielsweise weiß zeichne, dann kriege ich natürlich hier die Sachen abgeschnitten. Aber ihr merkt auch, sobald man dann jetzt hier anfängt, irgendeins dieser Objekte zu bewegen, muss ich auch alle weißen Vierecke mitbewegen. Also nicht unbedingt schön, das so zu machen. Deswegen gibt es einen kleinen Trick. Wir schauen uns hier nochmal die Layer an und ich gehe mal hin und ziehe den mal hier separat raus, damit wir uns nur auf die Layer konzentrieren. Und wir schauen uns mal an, was passiert ist. In diesem Layer 1 sind nun alle meine Kreise und am Ende ist hier eben das Rechteck. Und jetzt gehen wir erstmal hin und selektieren diese Kreise alle. Dazu wähle ich das unterste an, gehe nach ganz oben, halt die Umschalttaste gedrückt und drücke die oberste Ebene an. Und nun habe ich alle Kreise ausgewählt. Und jetzt kommt der magische Trick. Denn diese Ebene kann ich mit gedrückter Maustaste jetzt bewegen. Und zwar kann ich sie zum einen hier unter diese rechteckige Fläche wählen. Dann liegt die rechteckige Fläche darüber. Ich lasse mal los. Wir gucken uns das jetzt mal an. Also hier kommt erst die Ebene Rechteck und dann die Ebene Kreise. Aber das will ich gar nicht. Jetzt schieben wir die mal in diese Rechteckkante hin. Und wir sehen hier, wie gerade, ich mache es nochmal, das ging ein bisschen schnell, wie diese blaue Linie, die anzeigt, wo ich das reinschiebe, hier unterhalb dieses Vierecks entsteht. Und wenn ich hier ein bisschen weiter reingehe, dann seht ihr, dass es sogar ja, quasi so eine Schnittmenge aus diesen zwei Flächen wird. Also schaut nochmal dieser blaue, ich hoffe, man sieht es hier im Video, dieser blaue Rand, der anzeigt, wo diese reingeschoben werden. Das ist quasi jetzt ein Unterobjekt dieses Vierecks. Und das Schöne am Affinity Designer, wenn ich hier einfach die Maus draufhalte und noch nicht loslasse, dann sehe ich auch schon, was passieren würde, wenn ich die Maus loslasse. Und das mache ich jetzt mal und lasse los und klicke jetzt hier nochmal außerhalb des Objekts. Und jetzt seht ihr, sind die hier vereint. Wir haben also jetzt genau das hier abgeschnitten. Und das Tolle ist, dass ich jetzt natürlich hier in der Ebene arbeiten kann und beispielsweise diese ganzen Kreise auswählen kann. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich wähle wieder das erste an und hier am Ende das letzte. Und hier oben ist ein Punkt, der heißt Gruppe. Der bildet aus all diesen Einzelobjekten jetzt eine Gruppe. Seht ihr das? Jetzt ist hier die Gruppe mit all diesen Kreisen. Und das hat den Vorteil, dass ich nun, wenn ich diese Gruppe anklicke, auch alle Kreise anklicke und beispielsweise die Farbe hier drin ändern kann. Da muss ich nicht jeden einzelnen Kreis nochmal in der Farbe ändern. Also deswegen ist es wichtig, dass ich das Objekt vorher gruppiert habe. Und natürlich kann ich hier auch Effekte drauf anwenden. Beispielsweise, gehen wir hier ein bisschen zur Seite, weil das Fenster jetzt ein bisschen sehr groß ist, sorry. Da ist hier gerade was weggelaufen. Ich lege es mal hier hin, dann sieht man es. Ist zwar jetzt der eine Layer verdeckt, aber wir können zum Beispiel ein Gaussian Blur anwählen und hier mal den Radius verändern. Dann seht ihr, wie verschwommen diese Kreise plötzlich werden. Also hiermit kann ich einen solchen Effekt anwenden, der sich jetzt nur auf diese Kreise bezieht, die ich da reinkopiert habe. Und natürlich kann ich immer noch die Farbe ändern und der Effekt bleibt trotzdem erhalten. Und ich kann sogar die Größe der Kreise verändern.
Also sie entweder hier verändern oder Command-Z mit gedrückter Umschalttaste proportional das Ganze hier vergrößern und dann habe ich die ganze Fläche ausgewählt. Ich kann sogar die Kreise hier drin drehen und mir damit natürlich ja, schöne Funktionen und Flächen erarbeiten. Und natürlich geht das Ganze, wenn ich eine Ebene höher gehe, nämlich hier auf unsere viereckige Fläche, die kann ich natürlich jetzt auch nochmal beeinflussen und dabei werden automatisch auch die darunter liegenden Objekte mit skaliert. Also ihr seht, wie jetzt die Kreise alle kleiner werden oder größer werden. Jetzt habe ich eben das oberste Objekt verändert und das kann ich auch drehen und dann drehen sich hier die darunter liegenden Objekte alle mit. Also das zeigt, wie schön man hier diese Ebenen quasi ja verzahnen kann und ineinander kopieren kann, um solche tollen Effekte zu haben. Und wenn man das vernünftig macht, kann man die eben im Nachhinein immer noch anpassen und verändern. Gut, das soll es für diesen Teil gewesen sein.